Hallo, grüß euch. Seit langem wieder einmal. Ja, es gibt auch für mich ab und an ein paar andere Sachen zu tun. Aber ja, es ist wieder Zeit. Ich habe bemerkt, dass es immer wieder oder immer noch, und wahrscheinlich bleibt es auch eine Zeit lang nur so, für mehrere Menschen die Thematik da ist, wie mache ich es? Ich weiß es nicht. Ja, liebe Grüße von einem Medium. Wenn wir etwas nicht wissen, das ist nämlich etwas, was mir in meinen Seminaren auch wieder stark aufgefallen ist, dass dieser Satz immer wieder kommt, ja, ich weiß es ja nicht. Dann sage ich, ja, stimmt. Und mit dem gehst du jetzt bitte weiter. Weil wenn man dir an die Menschen weitersprechen lässt, mit dem Fokus auf die Wahrnehmung, auf sich selbst, auf einen bestimmten Teil von sich oder, so wie es bei mir ist, zu den Toten, zu den Geistführern, zum höheren Selbst, dann kommen die Antworten mega. Und das ist so richtig, dass man dann eben vorher sagt, ich weiß es nicht. Weil dieses Ich weiß es nicht bezieht sich ja immer auf Wissen, ja, in unserem Kopf, bezieht sich darauf, dass die Antwort nicht in der Vergangenheit gefunden werden kann, also schon gar nicht so, wie wir sie jetzt brauchen. Ja. Und kann es sein, dass du dir gerade denkst, eh klar, logisch, wie sonst? Freilich, ja, da hat sie jetzt recht, die Petra. Dann ist das schon mal schön, schön für mich. Und auch für dich, weil, ja, wie gesagt, du weißt es eben, dass du es nicht weißt. Nur der eine Baustein, der dann den Menschen immer wieder fehlt, ist, dass sie weitergehen über dieses Ich weiß es nicht hinaus. Und deshalb habe ich dieses Video Wie, ich weiß es nicht, genannt, auch wenn es jetzt noch nicht drüber steht, weil es wichtig ist, dass wir erkennen, wenn wir etwas nicht wissen, nicht in diesen 10%, und da übertreibe ich wie immer maßlos, von uns allem, was und wer wir sind, die Antwort finden, dann haben wir andere 90%, wo wir nachfragen können, wie es sich weiterentwickelt. Und dieses Wie bezeichnet auch die Herangehensweise und, haha, oh Wunder, es ist eine andere Herangehensweise, wie wir in unserem Denken nachfragen. Wie ist dann meistens in Bezug auf, und wenn fällt es ein, wenn die Petra was sagt, wo könnte das liegen, die Antwort? Im Fühlen, ja, genau, stimmt, im Fühlen. Wie fühle ich? Ja, genau. Das ist auch so eine lustige Sache, weil da braucht es auch so diesen Schritt darüber hinaus. Kannst du das verstehen, wenn ich das sage? Ich mag es anders kurz erklären. Ganz viele Menschen haben eine Ahnung und ein Wissen darüber, was sie wann, wo, wie fühlen. Es ist aber da herum. Und sich die Zeit zu nehmen, es wirklich im Körper zu fühlen, wahrzunehmen über seine Sinne und über die Hellsinne, ist eine andere Ebene. Punkt. Klipp und klar. Das ist alles eine andere Ebene. Selbst wenn du auf der Gedankenebene dich mit dir beschäftigst und etwas, eine Antwort aus deinem mentalen Körper, aus deiner Aura herausfilterst, ist es ein Wahrnehmen über deine Sinne aus dem mentalen Körper und nicht da drinnen aus deinem Kopf. Wir befinden uns gefühlt heute, 19. April 2023, morgen Neumond im Widder,
unfassbare Veränderungen. Das sage ich jetzt einfach nur dazu, weil ich glaube, dass diese Videos vielleicht in ein paar Jahren auch noch angeschaut werden. Solange sie dienlich sind, wünsche ich das den Videos. Diese Zeiten der Veränderungen, wo vor Jahren, wenn ich es einmal kurz runterreißen darf, vor Jahren war das völlig in Ordnung, dass ich mit Weisheiten oder Wissen von anderen Menschen meinen Weg weitergeführt habe, dass ich mit dem, was ich in der Schule gelernt habe, dass ich mit diesem Wissen weitergehe. Das hat immer alles wunderbar funktioniert und zu einem gewissen Grad wird uns das auch weiter bestimmt mit unterstützen. Auch diese Weisheiten, Wahrheiten, Lebenserfahrung von anderen Menschen, älteren Menschen, anderen Generationen, etc., etc. So wie ich das aber wahrnehme, wird es ein bisschen weniger, weil jetzt gerade wir schon auch eine Zeit durchleben, in der Wahrnehmung schon mal wichtig ist, oder? Die ganze Thematik der Spiritualität und der Energetik ist ja so ein überlaufendes Fass derzeit, schon seit Jahren, und das bleibt hundertprozentig so und wird noch viel intensiver werden, dass wir darin Antworten finden. Eine völlig andere Ebene, natürlich dann auch die seelische Ebene, was ja beinhaltet ist in dieser ganzen spirituellen Ebene, aber da den Zugang zu sich selbst zu finden. Wie mache ich das? Wie fühle ich es? Wir werden sehr viel Zeit zusätzlich, noch mehr, oh ja, noch mehr, in das Ganze investieren, um neue Antworten für uns zu finden, um herauskristallisieren zu können, wie wir bestmöglich weitergehen können und wollen und sollen im Sinne unserer eigenen Gesundheit, unserem Wesen entsprechend, in der vollkommenen Individualität, auf das alle Lichter strahlen, wie sie strahlen möchten, und somit das goldene Zeitalter erblühen zu lassen. Nach meiner Wahrnehmung steckt man da volles Programm drinnen. Nach meiner Wahrnehmung ist es oft ein Aufleuchten, ein abwechselndes, und dadurch, also es hat eher manchmal nur so das Bild von Glühwürmchen und dann vergängen es wieder. Und ich finde das völlig in Ordnung, weil es ist alles ein Weg und diesen Weg sollten wir genießen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen damit hadern und da wirklich Probleme, Schwierigkeiten haben, sie das Ganze sehr anstrengend vielleicht auch gestaltet für manche Menschen oder viele Menschen. Wenn dem so ist, dann möchte ich dich nur mal daran erinnern, dass du dieses Ich weiß es nicht, weil es eine qualitativ starke, wirklich inspirierende Aussage und Antwort verwendest, solange du sagst, okay, ich weiß es nicht, Punkt, was beginnt im nächsten Satz? Also dieses Wie weitergehst. Und du wirst merken, dass wenn du dich mit der spirituellen Ebene beschäftigst, dann kennt ja jeder die Aura, jeder kennt die Chakren, jeder kennt unterschiedliche Ebenen. Es ist an der Zeit, sich damit neu in Verbindung zu setzen. Wirklich in Verbindung zu setzen. Es geht nicht nur um etwas, ja, ich weiß es in meinem Kopf. Das ist immer nur maximal die halbe Mitte, maximal. Sondern es geht darum, diese Werkzeuge in die Hand zu nehmen und etwas damit zu machen. Ganz viele Menschen waren lange Zeit damit beschäftigt, etwas zu lernen und Werkzeuge
an sich zu nehmen, um für andere dann da zu sein oder das Bestmögliche für andere machen zu können. Aber in Zeiten der Veränderung, dann passiert die Veränderung ja in dir. Also rate mal, für wen du diese Werkzeuge in erster Linie wirklich brauchst. Oh yes, that's you. Und es ist so wertvoll, dass du dir diese Werkzeuge an dich nimmst. Das Lustige ist ja, sie sind ja nicht irgendwo und du musst das wo kaufen oder so, sondern sie sind in dir. Nur manchmal hat man halt was, Geschenke des Lebens, das kennen wir, einerseits von Geburtstagen. Kleine Kinder kriegen oft etwas geschenkt und wissen noch nicht in dem Moment, was sie genau damit machen können und wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wie. Aber es gibt immer jemanden, der da helfen kann. Es gibt dich selbst, um dich damit, mit diesen Werkzeugen, bestmöglich zu erfahren. Ja, wir dürfen das alles in unser alltägliches Leben einbauen. Ja, wir dürfen es leben. Und wir dürfen uns mit diesen Fähigkeiten und Geschenken, die ja alle in uns drinnen eingebaut sind, erleben. Was wäre eine Auferstehung, wenn es nicht lebt? Also, so what? Dann ist es halt eben da und vielleicht ein bisschen langweilig. Also wieder, solange du dieses Ich weiß es nicht da hast, gratulier dir gleich einmal, dann weißt du, die Antwort liegt nicht in deinem Denken, nicht in deinem Verstand, nicht in dem Wissen, das du angehäuft hast bis dato. Das heißt ja nicht, dass, siehst du es, es ist ja nur ein Punkt. Da ist da noch was, es geht seitlich, es geht nach vorne, es geht nach oben und du kannst da in die Tiefe. Es geht auch. Also es gibt immer Bereiche, die du bedienen kannst und aus denen du, sofern du damit in Verbindung gehst, einfach Informationen für dich rausholen. Mit den Hellsinnen zu arbeiten, that's my work. Und ich liebe es, weil es wirklich in Zeiten wie diesen, wenn so viel Neues entsteht und ja angeblich, also nicht angeblich, aber so wie wir das halt verstehen und wir das erleben möchten, auch, einfach die Informationen aus einer anderen Ebene zu uns kommen, dann dürfen wir uns auch in diese anderen Ebenen begeben. In Wahrheit ein uralter Hut. Uralt. Es ist ja noch nie irgendetwas wirklich neu erfunden. Und es war immer schon so. Und die Technik hat sich vielleicht ein Stück weit verändert. Wenn ich ein simples Beispiel aus dem Alltag, dass man sagt, ja, ich habe kein Wissen über diese Information, wie ich weitergehen kann. Und ich wende mich an etwas Spirituelles, dass man in die Kirche gegangen ist und dem Wort Gottes gelauscht hat, übertragen von einem Pfarrer, dann ist ja da trotzdem gleichgültig, wie viel du jetzt von der Kirche hältst oder nicht, gibt es weg, sondern in diesen Worten steckt ja eine Wahrheit, die etwas in dir drinnen, eine Wahrheit in dir erweckt und du mit dieser Wahrheit dann in dir weitergehst. Merkst, es ist sowieso ein anderer Bereich, in den du dich hineinbewegst, so wie es man früher vielleicht mit der Kirche gemacht hat. Man bewegt sich in dieses Haus, man bewegt sich irgendwohin, man geht damit in Verbindung. Man verbindet sich zeitgleich durch dieses Öffnen, was brauche ich in mir, tief in einer geistigen Ebene, in einer seelischen Ebene. Deshalb bringt es mich in dieses andere Haus, damit ich anders in Verbindung gehen kann mit Gott. Und ich lausche den Worten, die mein Geist versteht, mein Kopf versteht und alles in mir übersetzen kann. Ja, ich höre euch schon, viele Menschen wollen halt nicht mehr in die Kirche gehen. Deshalb gibt es ja andere Varianten, andere Möglichkeiten, andere Techniken. Und da sind wir wieder dort, dass ich sage, dieses Wie ist es der beste Weg für dich?
Ich habe generell schon herausgefunden, dass 2023 für mich dieses Wie das beste Wort ist. Das Wort des Jahres bei der Petra ist Wie. Und dann kann es vielleicht sein, dass du sagst, ja, ich fühle das eh die ganze Zeit schon für mich. Ich fühle, da ist irgendwas los und es stresst mich. Es ist vielleicht auch ein unangenehmes Gefühl. Oder du merkst, dass ständig irgendwelche Zeichen im Alltäglichen draußen, die immer wieder zu einer bestimmten Thematik führen. Wow, Informationen erreichen dich. Yes, genauso läuft das Leben. Genauso funktioniert das immer schon. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich weiß nicht, wo genau, dann braucht es diese andere Ebene, weil es ist ja ein Gefühl in dir. Es ist ja dein inneres Wesen, es ist deine Seele, die dich führt, es ist das Leben, das dich wohin bringt, dann wirst du diese Antwort nicht da heroben finden. Sondern erlaube dir, das wäre mein Ratschlag, erlaube dir, diesem Gefühl nachzugehen, diesen Impulsen nachzugehen. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Ganze dann einfach auch physisch in deinem Leben Platz nehmen zu lassen. Ganz simpel, spielerisch zum Beispiel über Kartensets oder dergleichen oder einer Symbolik, die du einfach herlegst oder vielleicht magst du es aufzeichnen oder vielleicht schreibst das Thema einfach auf einen Zettel und platzierst in deinen Räumlichkeiten. Einfach, um es da sein zu lassen, damit du täglich damit in eine Verbindung gehen kannst und dir dann vielleicht auch erlaubst, verschiedenste Bereiche in dir damit in Verbindung gehen zu lassen. Und dann wirst du merken, dass es um so viel leichter, freudiger ist, diese Wege zu gehen und dass es völlig okay ist, manchmal einfach etwas nicht zu wissen, solange du irgendwie weitergehst. Und bei diesem Weitergehen wünsche ich dir ganz viel Freude, weil in der Leichtigkeit soll es geboren sein. Und in der Liebe und in der Freude soll es geboren sein. Und da sollst du deine Samen setzen. Nicht aus der Angst, nicht aus der Not oder sonst irgendwas. Und selbst wenn diese Bereiche da sind, Angst, Misstrauen, Not oder sonst irgendwas, erlaubt er diesen Moment, dieses Thema auch wieder zu finden und wieder zu erkennen, wo es wirklich, wirklich geborgen ist. Weil du wirst merken, dass du alles in der Liebe findest. Für mich ist Liebe ein Zustand, wie die Luft. Das ist sowieso immer da. Never ending story, was du so noch haben möchtest. Und ich glaube, dass es wichtig ist, im Sinne des, wie gehe ich an die Dinge heran, dass man endlich aufhört, wirklich dieses angeblich Negative zu verdrängen und beiseite zu schieben und ausschließlich das angeblich Schöne hervorzuholen, sondern im Sinne der Dualität, in der wir ja leben, beides einfach da sein zu lassen und den beiderseitigen gemeinsamen Ursprung zu erkennen. Die Dualität ist das zweite geistige Gesetz. Und das zweite geistige Gesetz entspringt dem ersten geistigen Gesetz. Alles ist vollkommen. Und alles Vollkommene entspringt der göttlichen Quelle. Und daraus wird alles geboren. Und diese göttliche Quelle ist ein Ursprung. Und in diesem Ursprung findest du alles. Und wenn du das nur mitnehmen magst, dass du diesen Ursprung als deinen Boden anerkennst, in dem alles gewachsen ist und in dem du alles wieder pflanzen darfst, dann wirst du merken, dass ein Ich weiß es nicht ein schöner Satz ist und ein Bereich des Ganzen und du noch ganz viele andere Bereiche hast, um darin mit deinem ganz individuellen Wie deinen Weg und deine Antworten finden wirst. Und dabei und damit wünsche ich dir ganz viel Freude
Und wenn du fühlen kannst, dass ich vielleicht ein Wegbegleiter sein darf, dann freue ich mich. www.energieinfluss.at findest alle Informationen. Mehr sage ich da jetzt gar nicht mehr dazu. Das, dass ich ein Medium bin, das weißt du jetzt mittlerweile, glaube ich. Und ja, ich hoffe, ich habe dich wieder ein Stück weit abholen können, vielleicht irgendwo ein Stückchen inspirieren können. Vielleicht war so ein, ah ja, genau, das kann es ja sein und mit dem kann ich weitergehen. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude auf deinem Weg. Respektiere und liebe dein Wie. Pfiat euch.